Effektive Zahnpflege. Unerlässlich für die eigene Attraktivität. Nachlässigkeit wird hier ganz schnell sichtbar. Dann, wenn es nicht gelingt, Zahnbeläge zu entfernen. Viele schießen dabei über das Ziel hinaus und schrubben auch den Zahnschmelz ab. Hier in Mörfelden-Walldorf bei Emmi-Dent haben sich die Inhaber Bülent und Cüneyt Emekci dazu Gedanken gemacht. Von Haus aus Hersteller von Ultraschallprodukten haben sie ihre ganz eigene Antwort gefunden. Die einzig echte Ultraschall-Zahnbürste auf dem Markt. Wie funktioniert die? Nicht nur schnell, sondern wir arbeiten mit echtem Ultraschall. Und zwar mit bis zu 96 Millionen Ultraschallschwingungen pro Minute. Diese werden mit Hilfe einer speziellen Zahncreme über die Borsten auf die Zähne übertragen, erschüttern dort, wie bei einer Ultraschallbehandlung beim Zahnarzt, die Beläge und sprengen sie ab. Gerieben werden muss dabei überhaupt nicht. Ultraschall gibt es nur bei uns und Ultraschall reinigt auch nur mit Kaviation und die anderen reinigen nur mit Bürsten. Nicht so die Emmi-Dent. Sie sieht aus wie eine Bürste, ist aber eigentlich nur ein Schallüberträger. Wie aber kommt man auf die Idee, so ein Gerät zu entwickeln? Ich hatte früher Zahnfleischbluten. Jedes Mal, wenn ich die Zähne geschrubbt habe, hatte ich halt Zahnfleischbluten. Ich wollte das vermeiden. Und wir sind ja Spezialisten im Ultraschallbereich. Also das, was für Brillen und für Zahnprothesen gut ist, das wollte ich auch für Zähne ansetzen. Und da kam die Idee, warum machst du eigentlich keine Zahnbürste mit Ultraschall? Zähne zu putzen, ohne zu schrubben. Die Produktpalette der Brüder Emekci umfasst alles, was Ultra ist. Ultraschall, aber auch Ultraviolett. Hier ein Handy-Desinfektionsgerät auf Basis ultravioletten Lichts. Das auch zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, perfekte Maniküre zu erreichen. Gelfingernägel härten sofort aus, ebenfalls mit ultraviolettem Licht. Und der Klassiker? Das Ultraschallreinigungsbad für Brillen, Prothesen und Schmuck. Man beachte die Schmutzwölkchen. Bülent Emekci ist nicht nur Unternehmer, sondern als Elektroingenieur sein eigener Erfinder. Hier sehen Sie die Emmi-Dent mit der Piezo-Keramikscheibe, mit der wir bis zu 96 Millionen Schwingungen erzeugen. Okay. Und Ihre Zähne blinksblank sauber werden. Ja, aber ich habe jetzt das vibrationsfreie Modell schon mal probiert und da spüre ich schlicht gar nichts. Ja, bis auf die 96 Millionen. Die sind da, die spüren Sie aber nicht. Das ist Ultraschall. Okay, und Bürsten muss ich auch nicht so richtig. Wieso habe ich dann überhaupt die Borsten? Damit Sie das als Zahnbürste erkennen und als Zahnbürste nutzen. Sonst wüsste ich es ja gar nicht. Genau. Wir haben einige Rückläufer. Wir erklären dann unsere Kunden auf, dass man bei der Ultraschallzahnbürste das nicht sieht und nicht spürt. Aber die Wirkung ist gewährleistet. Die Emmi-Dent pumpt also nicht. Und deshalb funktioniert die Ultraschallzahnbürste mit der Marke Emmi-Pet sogar bei Hunden. Wir nutzen unsere Webseiten, das Internet, inklusive der sozialen Netzwerke, aber auch die Apotheken. Bedeutet, unsere Produkte können Sie in Ihrer Apotheke um die Ecke kaufen. Oder Sie bestellen einen Vertriebspartner nach Hause. Gibt es auch schon Emmi-Partys? Das ist eine gute Frage. Das ist ein gutes Motto. Zusammen Zähne putzen. Es werden tatsächlich Veranstaltungen angesetzt, wo man dann gemeinsam zu Hause entsprechend die Produkte testen kann und direkt dann mitnehmen kann. Herr Cézanne, ist Sie der Prokurist? Herr Cézanne, ich muss Sie das fragen. Wie läuft es denn? Wie ist die Entwicklung? Die Entwicklung ist super. Ist sehr rasant über die letzten Jahre. Und wir sind jeden Tag wieder begeistert, wie viele Menschen unser Produkt schon kennen und wir arbeiten jeden Tag daran, dass es noch mehr werden. Offensichtlich mit Erfolg. Für das Live-Einkaufserlebnis gibt es hier im Head Office auch noch den Shop. In jedem Fall lässt sich nicht verleugnen, die Brüder Emekci sind mit Emmi-Dent auf Erfolgskurs. Wir sind absolut zufrieden mit unserer Wachstumsstrategie. Wir wachsen im Moment von Jahr zu Jahr und sind absolut glücklich. Wir kommen teilweise sogar mit der Produktion nicht nach.